Tatsächlich stellen Vögel auch heute noch immer noch eine sehr große Gefahr für Flugzeuge dar. Und während wir alle noch die Landung auf dem Hudson River richtig gut im Kopf haben, landete heute Morgen ein vollbesetzter Airbus A321 ohne Triebwerksleistung nach einem Vogelschlag in einem Feld. Und alle Infos, die wir darüber jetzt schon haben, die gibt es jetzt hier in 100 Sekunden. Viel Spaß! Heute am frühen Morgen nahm ein Airbus A321 der Ural Airlines in Russland kurz nach dem Start vom kleinen Flughafen Moskau-Schukowski einen Vogelschwarm mit. Kurz nach dem Start ist eigentlich schon übertrieben. Das Ganze passierte direkt beim Rotieren. Also als die Maschine die Nase nach oben nahm, kamen auch direkt die Vögel. Daraufhin fielen beide CFM56-Triebwerke des Airbus aus und die Maschine wurde direkt zu einem Segelflugzeug. Dann baute man noch etwas kinetische Energie, die man gerade aufgebaut hatte, in Höhe um. Laut ersten Daten der Flugtracking-Plattform FlightRadar stieg die Maschine dann noch auf eine Höhe von knapp 900 Fuß. Da der Flughafen Moskau-Schukowski, ein ehemaliger Militärflugplatz, aber bereits auf einer Höhe von knapp 400 Fuß liegt, war das Flugzeug also nicht einmal 500 Fuß bzw. nicht einmal 150 Meter über dem Boden, als es dann wieder nach unten ging. Nur mal so als Erinnerung, vor etwas mehr als 10 Jahren bei Sully waren es knapp 2800 Fuß zum Zeitpunkt der Kollision mit dem Vogelschwarm und gut 3200 Fuß, als es dann wieder nach unten ging. Die Piloten der Ural Airlines hatten durch diese sehr geringe Höhe auch einen sehr geringen Spielraum für Entscheidungen und das Flugzeug segelte mehr oder weniger einfach geradeaus auf das hinter der Startbahn liegende Feld. Die Problematik besteht hier ganz einfach darin, dass zu diesem Zeitpunkt des Fluges so wahnsinnig wenig Energie im Flugzeug steckt. Weder potenzielle Energie in Form von Höhe, noch kinetische Energie in Form von Fluggeschwindigkeit, sodass ein Umdrehen zurück zum Flughafen hier absolut sinnfrei gewesen wäre und auch nicht funktioniert hätte. Alles andere seht ihr auf den Bildern oder auf dem mittlerweile veröffentlichten Video. Die Piloten landeten ihren knapp 15 Jahre alten Airbus A321 mit 226 Passagieren an Bord in einem Maisfeld. Verletzt wurden nach ersten Angaben 10 Menschen leicht. Allerdings konnten alle Passagiere sowie auch alle Crewmitglieder das Flugzeug ohne größere Probleme auf dem Feld verlassen. Und das klingt bis jetzt erst einmal nach einer ziemlich beeindruckenden Leistung und nach einer Geschichte, die am Ende des Tages dann doch noch irgendwie gut gegangen ist. Das waren jetzt aber natürlich nur die ersten Infos. Alles weitere wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Das Flugzeug war übrigens getankt für einen knapp 1300 Kilometer langen Flug auf die Halbinsel Krim. Und damit soll es das tatsächlich schon für heute gewesen sein. Wir behalten das Ganze natürlich im Blick. Ein etwas längeres, ausführlicheres Video mit aktuellen Informationen und vielleicht auch mit ein paar technischen Hintergründen zu einem solchen doppelten Triebwerksausfall bei einem Airbus. Das gibt es dann vielleicht in ein paar Tagen. Da sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Lasst es euch gut gehen und tschüss.